Wunderschönen guten Tag, der Herr. Ich habe eine Frage an Sie. Ja, natürlich, hau raus. Nur mal angenommen, Sie stehen irgendwo in dieser Stadt und wissen nicht, wo Sie hinkommen sollen. Von A nach B, von Z nach D, von Z nach X. Wen würden Sie anrufen? An sich habe ich bis jetzt nur die normale Taxinummer, die 5555. Ich sag, wollte ich eine andere wählen? Sie können natürlich wählen, was Sie möchten, der Herr, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich. Sie sind heute der Gewinner. Und ich würde Ihnen eine Telefonnummer geben von einem Herrn. Der nennt sich Mike Müller. Mike wieder Müller, Müller wieder Mike vom Taxi Havanna. Taxi Havanna? Kriegt er die Nummer von Taxi Havanna oder von Mike Müller? Direkt von Mike Müller. Mike wieder Müller, Müller wieder Mike. Der ist von Taxi Havanna, der. Direkt von Mike Müller? Ja, dann heraus. Nicht Mike Müller, Mike Müller. Müller. Mike wieder Müller, Müller wieder Mike. Und genau, die Telefonnummer ist 235. Ja. 316. Die 1 ist die 1, mein Lieberchen. Was? 316? Exakte Mundo. Okay, sehr schön. Geben Sie die nur guten Freunden und Freundinnen weiter. Das war eine Undercover-Geheimlösung, Geheimnachricht. Sie wissen Bescheid, Sie wissen von nichts, Herr. Wann erreiche ich denn dich denn für Taxis? Wen? Wann würde ich dich denn für ein Taxi erreichen? Warum mich? Es geht ja um Mike Müller. Achso, ich hätte gedacht, du bist Mike Müller. Okay, ja, das wäre ja absoluter Wahnsinn, wenn ich die Leute anquatschen würde und wäre selbst Mike Müller. Ja gut, das ist true. Wann erreiche ich Mike Müller denn? Jederzeit, der ist allzeit bereit. Jederzeit, ja. Jederzeit, okay. Genau, ruf ihn doch an. Wenn du jetzt fahren musst, ruf ihn jetzt an, mein Lieberchen. Ja gut, ich muss erst zu einem ETM. Ich bin gerade auf Tasche ziemlich blank. Ach, der kann dich überall hinfahren. Ich habe von dem so Gutes gehört, mein Lieberchen. Du hast nur Gutes von ihm gehört? Ja. Yeah. Das wäre natürlich ganz geil. Und dann muss ich mir ein Auto besorgen. Ja, dann ruf den nochmal an. Vielleicht ist er, ich sag dir ganz ehrlich, bei mir kam der rum zuck vorbeigeschlendert. Ja, okay, ich rufe ihn an. Ja, bin dann vertraue ich da mal auf dein Können. Ja. Wunderschönen guten Tag, der Herr Mike wieder Müller, Müller wieder Mike Taxi, Herr Havanna, was kann ich für Sie tun? Hey, ich bräuchte ein Taxi. Erstens zu einem ATM, damit ich bezahlen kann. Ja. Und dann fahren wir weiter zu, hier zu dem Fix und Fertig Cars, heißt es, glaube ich, damit ich mir ein Auto besorgen kann. Fix und Fertig klingt wie bei meiner Ex-Affäre Sabrina. Ja, das ist eine andere Sache. Folgendermaßen, ich bin sehr, sehr weit weg. Also, ich sag dir ganz ehrlich, allein die Anreise, die Anfahrt wären bestimmt schon $500. Ich bin ganz weit weg. Ey, warte mal, ich weiß ja gar nicht, wo Sie stehen. Wo stehen Sie eigentlich? Ich stehe an der Südseite vom Central Park. Ach du grüne Neune, utopisch weit weg. Ich sage Ihnen, was ist das, wird Stunden dauern. Aber egal, $500 Anfahrt daher. $500? Ja. Alter. Da bin ich im Leben, ob ich zu Fuß laufe. Ich mach Spaß, der. Also nee, ich mach natürlich Spaß. Jede Fahrt kostet 35, Trinkgeld ist natürlich erwünscht. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich würde hintereilen. Ich sag Ihnen, ich wäre bestenfalls vielleicht in einer halben Minute da oder so. Ich sag Ihnen, wissen Sie, ich würde eilen, der Herr. Ja gut, dann machen wir das so. 500 ist mir zu viel. Nee, $35 jede Fahrt, Trinkgeld ist natürlich erwünscht. Zwinger, zwinger. Ich sag Ihnen, wie es ist. Ja gut, dann machen wir das so. Ja, dann warte ich hier auf dich. Warten Sie auf Sie, warten Sie auf mich, warten Sie auf ihn, warten Sie auf alles. Nur mal angenommen, wir würden synchron telefonieren. Nee, egal. Warten Sie auf mich, ich komme gleich daher. Ja gut, okay. Ja, halbe Minute ungefähr. Ja, okay, bis gleich. Bis gleich, ciao, ciao. Scheiße, der. Ich habe eine SMS bekommen von meiner Ex-Affäre Sabrina. Ich muss weg. Rufe Sie den Kerl an oder vielleicht haben Sie sich ja auch schon mit ihm verabredet. Tschüss. Okay, danke. Ich danke. Scheiße, Mann. Wunderschönen guten Abend. Sind Sie der Herr, der gerade angerufen hat? Hi. Ja, wunderschönen guten Abend. So. Haben wir gerade telefoniert, der Herr? Ich glaube, wir haben gerade telefoniert. Scheiße, ja. Mein Name ist Mike, wieder Müller, Müller, wieder Mike. Ich sag Ihnen, wie es ist, der verdammt. Ey, erzähle Sie eben, ich bin unter einer Minute bin ich gekommen. Also scheiße, Mann, meine Ex-Affäre Sabrina, die hat das immer abgetan gefunden, aber beim Taxiunternehmen. Ich sag Ihnen, wie es ist, ich bin unter einer Minute gerade zu Ihnen gekommen. Ich sag Ihnen, wie es ist, Mann. Geil. Kommt ja auf den Moment an, ne? Ja, es kommt immer. Kann man sich nichts Besseres wünschen, ganz ja. Genau. Wie kann ich Ihnen helfen, der Herr? Ja, ich müsste einmal zu einem ATM. Ja. Oder halb zu, ich weiß nicht, bei Fix and Cars, da wo man Autos kaufen kann, ob es eins gibt, damit ich erstens bezahlen kann.
und zweitens ich mir ein Auto kaufen kann. Okay, das machen wir. Scheiße, ich habe richtig Glück. Ich bin geheizt durch die Straßen, damit ich sie erwischen kann, der Herr. Ich sage Ihnen, wie es ist, Mann. Es gab kein... Ich habe alles gegeben. Ich sage Ihnen, wie es ist, Mann. Ich bin außer Atem.